Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elden Ring Part 118. Ich habe beim letzten Mal haben wir gegen die erwachsene Sternfallbestie gekämpft und die hat uns vor eine schwierige Aufgabe gestellt, denn mit unseren Waffen waren wir gegen sie relativ chancenlos, sagen wir es mal so, aber dann mit Hilfe von Gift und so, ne, da konnten wir uns ein bisschen behelfen. Ich wollte jetzt nicht unbedingt noch eine Keule oder so aufrüsten und dann hätte ich ja auch umskillen müssen ein bisschen und ja, da hatte ich jetzt nicht so die Motivation dazu, dann wollte ich lieber etliche Versuche bei dem Vieh versenken, aber es ging noch, war noch im Rahmen, da habe ich schon Schlimmeres erlebt, sagen wir es mal so. Ja, ich werde die letzte Folge jetzt so ein bisschen zusammengeschnitten haben, das werde ich jetzt immer so handhaben, falls ich bei einem Boss strugglen sollte oder so. Ne? Ja, bei dem hatten viele Probleme, also gerade Bleed-Builds natürlich, ne? Also die auf Geschicklichkeit setzen, Stärke-Builds weniger. Weil die können natürlich, wie der Name schon sagt, eine Stärkewaffen nutzen, um gegen das Vieh zu kämpfen. Und ja, dementsprechend mehr Schaden rausballern, ne? Ganz klar, als mit meinen kleinen Zahnstochern da gegen so ein Kristallvieh. Ne? Das ist klar. Also, wenn ihr gegen das Vieh kämpft, macht's bitte mir nicht nach, sondern versucht's eher mit der Keule oder so, ne? Dem großen Klapp oder dem kleinen Klapp. Das ist bei diesen Kristallwesen dann deutlich effektiver. Also da macht er wenigstens Schaden. Ich habe ja so gut wie gar keinen Schaden gemacht. Das, obwohl eigentlich meine Waffen schon relativ hochgezüchtet sind mittlerweile. Ach, ich dachte schon, sie ist weg, ey. Puh, ist doch noch da. So, apropos hochzüchten, ja, und upgraden. Wollen wir gleich so gleich nochmal machen. Oh, können wir jetzt auch nochmal. Haben wir ein paar Steinchen bekommen. Oh, ich kann sogar bis Stufe 17. Alles klar. Mit Hilfe der 6er Steinchen. Ja. Oh ja. Dann brauchen wir danach auch schon 7er, ne? Jetzt brauchen wir 6er, okay. Na gut, bis ich 6 von denen zusammen habe, das kann noch ein bisschen dauern oder kann auch manchmal ganz schnell gehen, ne? Wenn man eine Mine findet oder so. Jo, das hätte ich. Das konnte ich auch jetzt erst nach dem Vieh machen. Also da haben wir einige Steinchen noch bekommen. Oh, das hätte ich halt für den Kampf schon gebraucht. Aber so viel mehr Schaden hätte ich da jetzt auch nicht gemacht bei der Bestie, glaube ich. Aber ist ja auch okay, ne? Das Spiel verlangt es nun mal von einem, dass man sich ein bisschen breiter aufstellt, ne? Vulkanhöhle? Ach ne, da wollte ich nicht hin. Hier nochmal hin. Und das war insofern vonnöten. Ja, ich hätte zum Beispiel auch die Gifttöpfe nehmen können, ne? Das habe ich jetzt. Also ich habe ja einigen Spielern noch versucht zu helfen, sag's mal so, und da hat sich das wirklich als probates Mittel herausgestellt, Gifttöpfe zu verwenden, auf das Vieh zu schmeißen, oder Magmatöpfe sogar, ne? Da, ja, da kann man ganz einfach herstellen aus den Gesteinen, was hier überall rumliegt, das sind dem Vulkangestein, ne? Ist gar kein Problem. Oh Gott! Nein! Ruhig, ruhig Blut. Willst nicht nochmal sterben hier. Letzte Folge genug gestorben. Ja, sonst hätte ich wahrscheinlich locker 2 Folgen dafür benötigt, ne? Für diesen einen Bosskampf auf jeden Fall. Wenn ich das nicht so ein bisschen geschnitten hätte, ein Best-of draus gemacht hätte, ne? Aber das habe ich ja auch in Dark Souls 3 damals so gemacht. Da habe ich auch ganz schön oft gestruggelt, weil das Kampfsystem sich wahnsinnig unterschieden hat von Dark Souls 2. Respektive Dark Souls 1 auch, ne? Aha. Hier kommen wir runter. Genau, haben wir ja gesehen beim letzten Mal, ne? Holt er hier runter. Obwohl, es sind auch einige gestorben. Na, müsst ihr überleben. Ne, ich nehme auch gar keinen Fall Schaden, super. Na dann nehmen wir auch gleich mal die anderen Waffen aus. Ach, da sind wieder diese. Ne, Quatsch. Au! Boah, geht gut weiter hier. Ah! Ich lebe noch, juhu! Na, warte, Schweinebacke. Oh, mir sticht da was in der Niere. Und nicht nur da, auch in sämtlichen anderen Organen. Ja, die machen direkt ihre beste Attacke, die sie können. Schweinebacke. Ach, da komme ich auch irgendwo hoch. Ach nee, das war. Ich habe einen Trank zurückbekommen. Hm. Noch
kann ich nicht... Oh, Moment, hier ist auch nochmal... Ja, Vulkanstein, genau, aus dem kann man denn diese Magmatöpfe herstellen. Und ja, ich würde mal sagen, ich werde auch in Zukunft wieder mehr Töpfe kaufen. Überhaupt mal Töpfe kaufen, ne? Also, habe ich ja noch nie gemacht, glaube ich. Ich habe noch nie mal, oder was heißt immer, die verwendet, die ich bereits gefunden habe beim letzten Mal. Aber ich habe gemerkt, also gerade, wenn ich denn mal solche Gegner bekämpfen muss, bei denen keine Blutung tropft oder trockt. Eieiei, jetzt mal gut hier. Jetzt musst du wieder mal ins Wort fallen. So, jetzt müsste ich aber einen Trank wieder kriegen, oder? War doch eine Rotte. Ja. Wollte gerade sagen. Kann mich gleich heilen. Oh, seht mal da unten. Da, jetzt geht's doch bergauf. Da ist so gleich was für meine Heiltränke. Haha. Ja, ein Upgrade. Oh, wen haben wir denn da? Ach du Scheiße, da ist ein Boss. Ein Bossi. Ein Genossi. Oh, Scheiße. Oh, ich höre einen. Da brauche ich echt nur zwei. Na, da haben wir ja zum richtigen Zeitpunkt unsere Upgrades verbaut. Ich hab's befürchtet. Warum treffe ich denn nicht? Ich hab da zuerst zugeschlagen. Na? Na. Ich hab hier das Recht des ersten Schlags, nicht ihr. So. Okay, dann muss hier auch die Karte irgendwo sein. Ist auf jeden Fall nicht mehr weit, aber der. Na, müssen wir schon mal an dem da vorbei. Ach ja. Na gut, dann werde ich mir trotzdem die Heilung noch gönnen. Da ist überall. Ach so, da ist wieder so ein kleines. Den habe ich gehört. Läuft der lang? Ach, direkt hier. Ich hätte stehen bleiben können. Hm? Der rennt hier im Kreis, der narrt uns. Oh, was nimmt denn der für einen Weg auf sich hier? Ah, jetzt können wir. Okay, einen Trank wieder dazu bekommen. Werde ich auch gleich machen. Ah. Leider kann ich noch nicht aufsteigen, das macht noch keinen Sinn. Obwohl, ihr seid ja auch noch hier. Was bewacht ihr denn da Schönes? Aber immerhin, die sterben durch. Ist da noch einer, ja. Scheiße, da ist echt noch einer. Einer von den Gargoyles hier. Die ganzen maschinellen Gegner sind hier. Okay, das war ein schmälender. Naja, was heißt nur ein schmälender Schmetterling? Daraus kann man übrigens Feuertöpfe herstellen. Jo, wie gesagt, die habe ich vorher immer verschmäht, ne? Diese Töpfe zu benutzen oder überhaupt zu kaufen. Oh, das sollte ich bereuen, ne? Dem Boss vom letzten Mal. Und da wartet jetzt direkt der nächste Boss auf uns. Naja, ist ja wunderbar. Ach, Scheiße. Ah, wir haben es. Ja, Tatsache, man kann sie so besiegen. Durch und durch. Okay. Ja, dann müssen wir ja, was wir zu tun haben demnächst. Diese Skarabenie. Abfarmen. Hab ich jetzt schon gegen den Kämpfer? Ich habe nicht mehr so viel Heilung. Ist denn hier noch irgendwo ein Ort der Gnade in der Nähe hier? Das wäre jetzt richtig schön. Ist mal vorsichtig aus. Wie komme ich denn da runter eigentlich? Ach, ich dachte, da wäre ein Weg. Das ist natürlich doof, dass der Boss... Ach, Moment, hier ist auch noch was. Ab. Da kommt man, bekommt man anscheinend immer eine Kriegsasche oder so, ne? Wenn man gegen diese unsichtbaren Skarabäen kämpft. Kämpfen ist es ja nicht wirklich... Ja, hier geht's runter, okay, an der Stelle. Na, immerhin. Vielleicht ist es ja hier unten. Moment, steht noch was? Oh, eine Warnung vor den Gargoyles, ne? Rumpf anbieten, dann Zeit für Glückseligkeit. Ach, die Hände, ja, stimmt, scheiße. Das sind die Hände. Ich dachte, da hocken die kleinen Gegner wieder, diese Biester. Ja, seht ihr, Blutung bringt's wirklich. Wenn Gegner bluten können, das ist dann gar kein Thema mehr. Und die zwei Stufen machen sie... Oh, die droppen auch Dunkelschmiedestein. Stimmt ja, da war ja was. Ach du Scheiße, jetzt sitzen hier überall die Hände. Ach, das ist nur eine kleine. Ah, die sterben instant. Wunderbar. So, trotzdem hätte ich hier gerne noch einen
Örtchen. Ein ruhiges Örtchen. Na, vielleicht da beim... Jetzt noch tiefer. Ach du Scheiße. Ja, das ist das Kartenfragment. Ich sehe schon. Darauf wollen einen wahrscheinlich auch diese Nachrichten hinweisen. Karte voraus, genau. Ideal. So, dann nehmen wir das mal. Ach du Scheiße. Warum hängt der da immer? Ist egal, ich nehme jetzt die Karte. Au! Nein, ich will die Karte haben. Nicht dich. Haha, ich hab die Karte. Karte gefunden. Du sollst mir deinen Hinterleib anbieten, haben die gesagt. Ah ja, mit dem Pferdchen, das ist auch super. Also wenn man auf dem Pferd gut kämpfen kann, ne, hat man ja auch letztes Mal gesehen. Ah, da ist ein Ort der Gnade. Dann kann man da auch eine Menge reißen gegen solche Gegner. Ach, genial, schon wieder. Oh, wen haben wir denn da? Ein Geist. Was ist denn mit ihm passiert? Fürst Rickard, okay. Was ist das schon wieder? Wenn eure Blasphemie dieses stinkenden Feld des Todes bringen würde, kann ich euch nicht länger folgen. Oh. Niemand kann das. Was ist mit ihm passiert? Der ist da irgendwie, Moment. Eine Pilze wuchern da aus ihm raus, okay. So sieht das aus, ne? Ha, das ist natürlich super. Da hängen dann... Vielleicht ist das der Fürst Rickard da, ne? Der da mit uns kämpfen möchte. Oder sich anschickt, gegen uns kämpfen zu wollen. Na, mal gucken. Wir werden ja sehen, wer es ist. Oh, das ist noch so ein Riesenfieder. Stufenaufstieg. Oh Gott, ne, fehlen uns noch ein paar. Aber da ist ein großer wieder. Von diesen Giftsprayern. Vorsicht, Spalt oder so. Ich glaube, da kann man nicht runter. Nee. Nee, definitiv nicht. Also nicht von hier aus. Ach, Scheiße, ist das auch ein Boss oder was? Wie viele Bosse sind denn hier? Nee, das sind doch nur... Weil die waren doch eigentlich kleiner, diese... ja, wir haben ja schon andere Exemplare davon getroffen, ne, von diesen Gegnern. Aber die waren halt kleiner. Deswegen könnte ich fast... denken, dass es das sich dabei auch um einen Boss handelt. Oh, die sind Opfer. Mein Gott, bist du immer noch nicht tot. Na toll, ich wieder Heiltränke eingebüßt hier. Na, ich kann mich ja nochmal ins Feuer dann setzen. Auf dem Rückweg. Wenn ich dann möchte. Also einen Ort der Gnade meine ich natürlich. Nö. Stern, ja. Hm. Sternenfallbestie. Das ist auch ein lustiger Name. Man kann sie auch einfach schlicht und ergreifend Meteorbestie nennen, ne? Ja, was war denn das? Vogel? Ja, Vögel. Ah, da muss ich echt aufpassen. Die sind auch nicht... ohne. Das ist, wie gesagt, so ein großes Exemplar von denen. Ja. Großes Exemplar. Der verseucht hier alles. Ich könnte es schaffen, würde ich nicht verseucht werden hier. Oh, jetzt greift er mich. Ja, das war wohl. Lass mich los. Jetzt reicht. Aua, ich komme halt nicht schnell genug weg, ne? Aber da sieht man mein Pferd rufen. Ich möchte ja gar nicht weg, möchte ich bekämpfen. Du bringst bestimmt was Schönes. Wow, hab aber ihm ganz gut Schaden gemacht. Boah, lass dich aus, Junge. Lecker Schmecker. Wie weit kann er schießen? Sehr weit. Lass dich einfach mal der Länge nach fallen und spreht hier rum.
Scheiße. Todespest. Oh, das sieht jetzt aus. Krass. Das ist die Blasphemie. Okay, haben die irgendwelche Menschenversuche gemacht oder so? Oder mit Trollen? Weil das sind ja keine, das ist ja kein Mensch offensichtlich, ne? Ist ja doch ein etwas größeres Exemplar. Heftig. Aber wenn ich den besiegt habe, Betonung mal wieder auf wenn, dann müsste ich ja ein gehöriges Fund an Runen bekommen, ne? Vielleicht genügt das denn, um aufzusteigen. Mal sehen. Feuer ist so gut. Boah, wie das schmatzt, das Vieh. Ei, was macht denn der? Da regnet irgendwas. Okay, der zeigt jetzt nicht. Na, jetzt bin ich. Nee, ich lebe noch. Trotz Todespest habe ich noch gelebt, weil er mich gegriffen hat. Na, jetzt bin ich aber tot. Okay. Weil er ewig an mir rumkaut. Ewig und drei Tage, verdammt. Boah, krasses Vieh, ey. Gut, habe ich auch vermutet, ne? Davon hab jetzt nicht gedacht, dass das ein einfacher Gegner sein würde. Ich habe jetzt wieder meine Skeletor-Rüstung angezogen, ne? Aus dem Grund. Ja, die andere Rüstung, die stand jetzt unter schlechtem Omen, ne? Die hat mir nicht so wirklich viel Glück gebracht und hat auch nicht wirklich viel Schaden abgewendet. Aber gut. Kann ich jetzt von der aktuell auch nicht behaupten, aber das ist halt Todespest, ne? Das ist halt ganz besonders Schaden. Boah. Oh, wieder Todespest. Scheiße. Kann ich überleben? Nee, manchmal kann man es überleben. Nee, diesmal bin ich wieder getroffen, gestorben. Das war wohl nur ein Glücksfall. Manchmal stirbt man auch an Wahnsinn, ne? Was ja diese Ritter da versprüht haben. Aber manchmal auch nicht. Also, ich weiß nicht, woran das liegt, dass man da manchmal dran stirbt, manchmal nicht. Tja. Aber gut, Todespest ist scheinbar ein Garant für den Tod. Sagte schon der Name, ne? Todespest. Also von daher kann man davon ausgehen, da ist man garantiert hinüber. Also das Zeug ist nicht zu unterschätzen, leider. Die kleinen Exemplare sind ja schon schlimm genug. Na, jetzt greift er mich hier. Ne? Alter, macht das Schaden. Alter Schwede. Boah, ich hab's vermutet, dass du das machst. Okay. Habe ich zum Glück noch nichts abbekommen weiter. Jetzt macht das eine Fernkampfattacke. Oh je. Na, also geht doch. Musste wieder mal den richtigen Moment abpassen. Aber es gab leider gar nichts. Doch, eine Larventräne. Hm. Und kann gleich aufsteigen. Wie sieht's denn aus? Aufstieg drin? Oder nicht? Quatsch. Bei Status hätte ich mal gucken. Ja. Super. Passt. Ne. 31.000. Naja, ein paar noch. Nicht mal viel. 78 oder so? Habe ich so drauf geachtet. Aber nicht mehr viel auf jeden Fall. Ja, ich möchte hier aber nicht. Ja, oh, ist auf so ein Riesenschlachtfeld. Bei jedem Kleister. Oh je, oh je. Das Bossgebiet hier. Noch ein Bossgebiet hier? Vielleicht kommt hier der Fürst Rickard, ne? Das könnte sein. Nee, dann mache ich noch die anderen Soldaten, na klar, und kalt. Vor allen Dingen, und ja. Oder die Händchen, ne? Ja, die Händchen, komm. Die dürften genug abwerfen. Mehr als die Soldaten. Also bei den Soldaten müsste ich dann schon einige abfahren. Eieie, die Folge, ey. Die ist da gleich wieder vorbei hier, verdammt. So weiter geht es. Wir gehen jetzt nochmal gegen den Boss kämpfen.
Oh, genau, da ist ja das Händchen, das erste. Aber du bist auch nicht viel besser. Dieses andere Exemplar. Gut, den kann ich auch wieder leben wahrscheinlich, ne? Das ist jetzt gar kein Hindernis mehr. Na gut, um ein Pferd waren sie wahrscheinlich nie ein Hindernis. Aber bei dem Schloss konnte ich ja schlecht gegen die kämpfen, ne? Moment. Also vom Pferd aus gegen die kämpfen. Da musste ich ja zu Fuß. Ja, jetzt kann ich. Okay. Das können wir ausstellen. Wunderbar, na Mensch. Dann schnell zum Boss. Und mal kicken, was das für einer ist. Ja, vielleicht gebe ich der Rüstung noch eine Chance. Bei dem Boss. Okay, was brauchen wir? Ja, hat eigentlich darauf schon Bock, ja. Ja. Das bringt ja wieder ordentlich was hier. Also 47. Wieso mache ich es nicht? Na, jetzt doch nochmal ein Geschick. Hm? Oh ja. Oh ja, das bringt jetzt richtig viel. Also zwei mehr. Ne? Okay, dann machen wir das. Das ist in Ordnung. Vielleicht erhöht sich dadurch auch der Blutungsschaden. Ich weiß immer nicht, ob das irgendwie so berechnet wird, na, dass man noch mehr. Ja, ich lasse die Hand leben, ja. Bringt jetzt nichts. Will mit möglichst wenig Erfahrungspunkten respektive Runen in diesen Kampf gehen, damit ich dann auch nicht allzu viel zu verlieren habe, ne? Scheiße. Ich hoffe mal, die begleitet mich nicht in den Kampf. Ach, jetzt habe ich nicht den zusätzlichen Heiltrank. Das war jetzt doof. Leute. Geh mir! Ja, da ist es ja. Scheiße, wo war denn das Ding jetzt? Ist ja eigentlich egal, ne? Oder? Nee, müsste möglichst nah dran sein. Straße der Sünde. Okay, das scheint es zu sein. Schande auf mein Haupt. Ich habe vergessen, die Saat einzulösen hier. Gelmir, ja. Gelmir heißt die Gegend hier. Reimt sich. Stufenaufstieg. Nee, das haben wir. Jetzt wollen wir Flaschen. Flaschenaufladung hinzufügen. Super. Flaschen verstärken können wir nicht. Gut. Nur für alle Fälle, ne? Ja, ist auch direkt drin. Wunderbar, haben wir 11 Tränke. Sehr schön. Das könnte ja das Zünglein an der Waage sein, ne? Haben wir ja beim letzten Kampf gesehen. Hat sich das auch ausgezahlt, dass wir so ein Stück weit mehr Lebensenergie hatten. Bin ich an einer Stelle, also da müsste ich nur noch einen Lebenspunkt oder sowas gehabt haben, keine Ahnung, also sehr wenig. Auf jeden Fall, also man hat nicht mehr wirklich eine rote Leiste gesehen, sagen wir so. Oder nicht mal einen winzigsten Bestandteil der roten Leiste. Ach gut, oh Gott, wer ist denn da noch? Das ist doch der Diener, oder? Was macht denn der hier? Nee. Okay. Bist du ein Boss oder nicht? Ach nee, das ist ein Riese. Ich dachte, das ist ein Boss. Au! Ach, scheiße. Na gut. Die haben Wahnsinn am Start hier. Immer die Soldaten anlocken. Erstmal diese Marionettenviecher. Ach, scheiße, ich halte mir so viel aus. Au! Wahnsinn! Ich bin im Wahnsinn verfallen. Ich gerne mal backstabben. Scheiße, direkt über mir natürlich. Es ist ja blöd, dass da so viele Marionetten sind. Ne? Der Teig jetzt unterschätzt. Gut, ich könnte auch einfach da reinrennen. Ne? Die Tür steht ja sperrangelweit offen. Na gut, den machen wir noch in der Folge, aber dann muss ich wohl wieder Schluss machen, ne? Wie es aussieht. Die Folgen immer so schnell, gehen immer so schnell vorbei, leider. Ich schaffe hier nichts. Oh. Kannst du es nicht einsammeln? Oh je. Weiß ja nicht, wie lange die mich verfolgen. Wie gesagt, alleine ist ja kein Thema.
Aber mit seinen Gefolgsleuten hier. Ja, das wird schon ein Problemchen. Wumm. Ja. Glaub auch nicht, dass ich mich da so ohne weiteres anschleichen könnte. Ne? Ich hab euch noch für einen Diener gehalten, ja. Weil der euch jetzt sie jetzt schon auf. Oh, einen haben wir wenigstens. Oh, weg! Wie viele Bites sprayt er, der Typ? Weit genug, aber die Marionetten entfernen sich von. Nee, leider nicht. Aber vielleicht kriegen die auch Schaden dadurch. Ja! Das war meine Hoffnung. Das Friendly Fire. Ja, den musst du besser treffen. Ist auch noch einer von denen. Er hat auch nicht getroffen, der ist zu nah dran. Ah, verdammt. Ah, ich kann mir zum Glück auch ein bisschen staggern. Der strahlt aus allen Euglänen, aus allen Öffnungen, glaube ich. Hat der nur zwei Euglänen? Anscheinend, ich weiß es nicht. Wissen wir ja nie bei diesen Kreaturen. Oh, Scheiße. Der triggert das ziemlich schnell. Leg doch mal zu, ja. Das kann er auch. Muss ich das mal hier triggern bei dem Viech hier. Ach Scheiße, jetzt wollte ich mich gar nicht heilen. Ah, mach das mal. Naja. Sonst ist es ein üblicher Troll. Trollt halt ein bisschen rum. Au. Jo. Das macht er auch, das übliche. Das ist nur auf Distanz gefährlich und ansonsten, naja. Aber immerhin hat ein paar Runen gebracht, der Gute. Marionettenrüstung. Gibt es eigentlich eine Riesenrüstung? Nee. Nein, gibt es natürlich nicht. Oh, was ist denn Feuer? Ja, der war ein Witz. Gut, dann gucken wir uns da unten nochmal um, würde ich sagen, bevor ich hier reingehe. Oder? Das ist scheinbar das Haus Vulkan, oder? Gefahr versuchen. Achso. Das zeigt genau in die Richtung von dem. Ja, haben wir ja schon versucht. Wir haben schon davon gekostet, von der Gefahr. Oft genug, sagen wir es mal so. Und ja. Sie ist uns gemundet, würde ich sagen. Oder hat uns gemundet. Insofern, ja. Ja, den habe ich halt zu sehr auf die leichte Schulter genommen am Anfang. Ne? Weil die Riesen, ja, oder Troll besser gesagt, die kennt man ja mittlerweile, ne, was ihre Bewegungsmuster angeht. Na, hier wird keine Tür voraus sein. Das würde ich mal nicht sagen. Keine Geheimgänge voraus. Ja, das ist schon klar. Ja, wäre auch komisch hier, oder? Wenn, dann rechnet man eher innerhalb der Festung mit sowas. Super, Leute. Oh, ein Schlachtfeld. Ah, ich vermute mal fast, dass da noch irgendwas auf uns wartet, weil der hat ja von einem Rickard gesprochen und der Rickard scheint hier irgendwas, eine große Nummer zu sein, ne? Sagen wir es mal so, irgendein Feldherr oder so, ne? Weil er die Soldaten ins Verderben geführt hat. Oh Mann. Warum hängen hier alle? Das wirft kein gutes Licht hier auf euer Königreich, wenn hier lauter Leichen rumhängen und liegen und, ja, weiß ich nicht. Aber gut. Würde ich mal sagen, das gucken wir uns beim nächsten Mal an, ne? Dann gehen wir entweder ins Schloss oder gucken mal unten, ob da noch ein Boss ist oder sowas, ne? Ja, es gibt auf jeden Fall mehr als genug zu tun. Also, bye bye, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, euer Shark. Lasst es euch gut gehen und falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr ja, lasst ein Like in Honda. Bis dann.